Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zum zweiten Teil meiner Videos über die Headsets der Firma Heil, die meiner Meinung nach zu den besten auf dem Markt gehören. Im letzten Video haben wir ganz kurz die Vorteile geklärt und haben besprochen, worauf muss man achten, wenn man ein Heil-Headset kauft. Und ich habe euch das Heil ProSet Elite vorgestellt, ein Headset, was ich viele Jahre lang sehr erfolgreich genutzt habe. Heute wollen wir nun einen Blick werfen auf das aktuelle Topmodell von Heil, das Pro 7. Und ich werde euch auch einiges an Zubehör zeigen, was ihr braucht und womit ihr die Headsets mit euren Funkgeräten verbinden könnt. Bevor ich das jetzt aber mache, noch mein Dank an die Firma Vimo, die mich bei diesen Videos unterstützt. Zum Beispiel, indem man mir hier das Pro 7 für ein Review zur Verfügung gestellt hat, sodass ich das Headset euch jetzt hier zeigen kann ausführlich und bei denen ihr die Headsets natürlich auch kaufen könnt. Jetzt räumen wir aber das erstmal beiseite und dann packen wir hier aus. Los geht's! Dann kommen wir jetzt zum Heil Pro 7, das nochmal allein schon in der Verpackung kennt man, dass eine Nummer größer ist. Das ist das aktuelle Topmodell. Hier bekommt man eine ganze Menge mehr geboten für sein Geld, aber man muss natürlich auch mehr Geld auf den Tisch legen. Ja, auf der Verpackung kann man schon so ein bisschen was sehen. Das Headset gibt es im Gegensatz zum ProSet Elite in 4 Farben. Hier einmal in Rot, dann auch in Schwarz, in Blau und in Pink for the Ladies. Und es gibt einiges an Zubehör, was hier noch mit dabei. Das schauen wir uns aber gleich an. Auch hier gibt es wieder zwei Versionen. Einmal eine mit klassischer dynamischer Mikrofonkapsel und eine mit Elektretkapsel für die iCom-Geräte. Vorteil hier des Pro 7 ist allerdings, dass man die Mikrofone auch einzeln kaufen kann, sodass man sich das Pro 7 kaufen kann, zum Beispiel für ein Jaeso-Gerät. Und wenn man umsteigt auf iCom, dann kauft man sich nur das Mikrofon selber neu, beziehungsweise man kann das natürlich auch optional kaufen und dann immer zwischen den Geräten wechseln, das einfach an- und ausstecken. Ja, wir packen mal aus. Ich zeige euch den Lieferumfang. Auch hier haben wir wieder so eine nette Begrüßung und ein kleines Handbuch im Prinzip dabei. Hier wieder zwei DIN A4 Seiten, wo so ein bisschen was erläutert wird zu dem Headset, aber nichts Weltbewegendes. Dann haben wir das Headset selber. Das ist eine Nummer größer und eine Nummer schwerer, aber man gewöhnt sich recht schnell dran und kann es auch problemlos dann für längere Zeit auf dem Kopf tragen. Ja, ich packe mal hier aus. Wir schauen uns als allererstes mal das Headset selber an, denn da gibt es schon eine ganze Menge auch mehr zu entdecken. Wir haben hier zunächst einmal oben ebenfalls ein weiches Kopfpolster. Hier kein Meshgewebe, aber so Rillen sind zwischen den einzelnen Dingern, sodass man auch hier das für längere Zeit problemlos tragen kann. Natürlich ist auch dieses Headset höhenverstellbar. Hier an der Seite habt ihr so kleine Schrauben und dann kann man hier die Höhe entsprechend anpassen auf der einen und auch auf der anderen Seite. Dann haben wir hier recht große Lautsprecher unten drunter. Die sind hier aus Kunststoff und haben hier ein riesiges Gelpad, das auch sehr tief reingeht. Ihr seht das hier, wo man also richtig reinsackt mit den Ohren und man ist wirklich sehr gut von der Außenwelt abgekapselt. Ich glaube, minus 26 dB gibt Heil hier an. Aber keine Sorge, wem das nicht gefällt, kann man auch tauschen, zeige ich euch gleich. Ja, an den Seiten haben wir dann hier wieder einige Besonderheiten. Zunächst einmal haben wir hier diesen Phasenschalter ebenfalls. Auch den habe ich euch ja eben schon gezeigt, den gibt es hier ebenfalls und den kann man natürlich auch zum Beispiel für Morse-Sound nutzen. Auch das zeige ich euch gleich mal, machen wir eine kleine Sound-Demo nochmal. Dann gibt es hier an der Seite noch einen zusätzlichen Anschluss und zwar ist hier ein Klinke-Anschluss verbaut mit dem Hinweis Monitor und das bedeutet, man kann hier quasi noch einen Monitor anschließen. Das heißt, man kann das, was der Kopfhörer vom Radio bekommt, also vom Funkgerät bekommt, auch ausgeben, woanders hin noch, zum Beispiel auf einen Lautsprecher oder auf jemand, einen zweiten Operator, der neben einem sitzt und tippt zum Beispiel, auf dessen Kopfhörer kann man das dann hier entsprechend direkt ausgeben. Auf der anderen Seite haben wir dann hier einen Balance-Regler und das ist auch nochmal eine sehr interessante Sache, denn damit können wir hier die Lautstärke dieser Box
getrennt regeln, also der linken Seite hier getrennt regeln. Wir können die komplett aufdrehen oder komplett runterdrehen, dann hört man nur noch auf dem anderen Lautsprecher. Nun, wofür ist das gedacht? Ganz einfach für einen Single Operator to Radio Betrieb, also wenn man zum Beispiel zwei Empfänger hat oder zwei Funkgeräte hat und beide dann auf einen Kopfhörer gibt, dann kann man zum Beispiel solche Sachen machen, dass man auf der rechten Seite die CQ-Frequenz hat, wo man selber CQ ruft, und wenn keiner zurückkommt auf den CQ-Ruf, kann man auf der linken Seite dann zum Beispiel übers Band drehen auf dem zweiten Empfänger, auf dem zweiten Funkgerät und hören, was es da so für Stationen gibt. Wenn dann doch jemand auf den CQ-Ruf zurückkommt, kann man das hier rucki-zucki einfach dann mit einem einfachen Drehen komplett ausblenden und die Station arbeiten. Das erfordert natürlich ein bisschen Übung und ist nur was für professionelle Contester. Ja, dann haben wir hier an der linken Seite das Mikrofon hier auch wieder mit so einem verstellbaren Hals, noch deutlich länger das Ganze, das heißt, man kann das deutlich flexibler anpassen, und das Pro 7 bietet hier eine Besonderheit, denn wir können das Ganze auch einmal auf die andere Seite drehen. Das heißt, ihr könnt hier entscheiden, ob ihr das Ganze zum Beispiel auf der rechten Seite nutzen wollt. Dann ist natürlich hier alles umgedreht, aber das ist theoretisch möglich. Oder ob ihr es so wie bei dem Pro Set Elite auf der linken Seite haben wollt. Ja, was die Gelkapseln angeht, hatte ich ja schon gesagt, hier haben wir diese richtig fetten Dinger, wo man richtig tief reinsetzt. Aber keine Sorge, die kann man komplett abmachen. Das geht, wenn man hier, ich ziehe das mal so ein bisschen, dann seht ihr das, da kann man das dann hier abziehen und abnehmen. Und das Schöne hier ist, Heil liefert auch direkt Ersatz mit. Es gibt dann hier nochmal zusätzliche Ohrpolster, die sind so ein bisschen kleiner. Ihr seht das nicht, dass man hier so im direkten Vergleich dahin tue, also sind fast halb so groß mit Schaumstoff, so ähnlich wie die auch beim ProSet Elite verwendet werden. Natürlich gibt es hier auch Stoffüberzüge, die sind ebenfalls mit dabei. Die sind so groß gestaltet, dass ihr die einerseits hier drüber ziehen könnt, über diese tiefen Gelpolster. Dann sinkt man allerdings natürlich nicht mehr so mit den Ohren ein, aber wer das aus hygienischen Gründen machen möchte, kann das also tatsächlich tun, und man kann es natürlich auch über die etwas kleineren drüber ziehen. Dafür sind die im Prinzip eigentlich gemacht. Ja, zu guter Letzt fragt ihr euch natürlich, wo ist das Kabel? Und dafür gibt es hier so einen kleinen Anschluss. Das ist so eine Eigenentwicklung oder ein etwas ungewöhnlicher Anschluss, der hier verwendet wird, mit insgesamt, ich glaube, 7 Anschlüssen, die da drauf gehen. Und dafür gibt es Kabel, und die schauen wir uns jetzt als Nächstes an. Natürlich sind auch die entsprechenden Kabel schon alle direkt mit dabei. Da muss man sich also keine Gedanken machen. Und ihr bekommt hier sogar ein bisschen mehr mitgeliefert. Wir fangen mal an mit diesem Kabel hier. Das ist so ein ganz klassisches Spiralkabel, so wie man das hier beim ProSet Elite auch hat. Das ist nicht ganz so lang, also im zusammengefalteten Zustand so etwa 35 cm. Kann natürlich auch ein bisschen länger hier gezogen werden und hat hier auch entsprechend fast noch mal einen Meter an Kabel hier an der Seite dran und hier noch mal so etwa 30-40 cm. Also auch das Kabel ist entsprechend lang. Auf der einen Seite gibt es dann hier diesen spezifischen Anschluss. Er hat übrigens 6 Konnektoren, nicht 7. Der wird dann einfach hier eingesteckt einmal. Das Ganze verriegelt auch, ist also auch sicher, denn da drin kann nicht rausrutschen. Und hier gibt es so einen kleinen Knopf, wo man das dann auch wieder lösen und abziehen kann. Ja, und auf der anderen Seite haben wir dann die Klinkeanschlüsse, die wir eben auch schon gesehen haben. Das heißt, hier einmal so ein kleiner Klinkeanschluss für das Mikrofon, und dann gibt es hier ebenfalls einen kleinen Klinkeanschluss für den Kopfhörer. Und hier liefert Heil auch direkt schon einen Adapter mit auf groß, sodass man sich den nicht selber kaufen muss. Man kann aber auch ein anderes Kabel noch anschließen. Das wird ebenfalls mitgeliefert. Alternativ zu diesem Spiralkabel gibt es auch ein ganz normales glattes Kabel mit einer Länge von, ja, ich würde mal sagen, so vielleicht 1,50 Meter bis 2 Meter. Das hat dann hier einfach ebenfalls denselben Anschluss, der wird hier ebenfalls reingesteckt. Es gibt hier noch so einen Clip, den man hier nutzen kann, natürlich auch verschieben kann, womit man das Ganze dann zum Beispiel am Revier hier irgendwie noch festklipsen kann. Ja, und auf der anderen Seite dieses Kabels gibt es dann eben wieder die entsprechenden Klinkenanschlüsse. Einmal kleine Klinke für Mikro und einmal für den Kopfhörerausgang an eurem Funkgerät.
Ja, neben diesen beiden alternativen Kabeln, die hier mit dabei sind, beim Pro 7 gibt es noch ein weiteres Kabel. Und zwar ist das hier ein Push-to-Talk-Button, den man nutzen kann in Kombination mit dem entsprechenden Adapterkabel. Da kommen wir gleich zu den Adapterkabeln. Das heißt, ihr braucht hier keinen extra Fußtaster mitzukaufen, müsst euch um Push-to-Talk erstmal nicht kümmern, sondern könnt das hier nutzen als Push-to-Talk. Das hat natürlich den Nachteil, dass man dann wieder eine Hand haben muss, aber auch das kann man hier, das Ding kann man sich irgendwo festklipsen und dann problemlos einfach drücken und Push-to-Talk machen. Wenn man nicht gleich zum Beispiel wieder einen Fußschalter anschließen will und alles, dann ist das hier eine kleine, schnelle Lösung, die man ebenfalls nutzen kann. Und wie gesagt, die ist auch schon mit im Lieferumfang enthalten. Ja, und jetzt hören wir uns noch mal ganz kurz hier auch diese Phasenverschiebung an beim Thema Morsen, damit ihr das auch mal hört. Jetzt haben wir sehr viel über die Headsets selber gesprochen. Eine Frage ist aber noch völlig ungeklärt, nämlich wie schließe ich die jetzt an mein Funkgerät an? Mein Funkgerät, das hat einen speziellen Mikrofonanschluss und keinen Klinkeanschluss. Was kann ich da tun? Ja, dafür gibt es Adapter von Heilsound für jedes Funkgerät. Wirklich für alle Funkgeräte, die ihr so habt. Selbst für ältere Geräte gibt es entsprechende Adapterkabel. Ich habe jetzt hier mal drei Stück für euch beispielhaft zur Ansicht, die man nutzen kann, und ich zeige euch, wie die funktionieren. Grundsätzlich gibt es da so einen Farbcode, sodass man auch die sehr, sehr schnell auffinden kann. Gelb sind die für Esu, blau sind die für iCom und rot sind die für Kenwood. Und ich glaube, es gibt auch noch eine eigene Farbe für Elecraft und für zwei, drei andere Geräte. Also es gibt tonnenweise solche Adapterkabel, und diese Adapterkabel sind die Brücke zwischen erstens Push-to-Talk, zweitens Headset und drittens eurem Funkgerät. Ich zeige euch das mal hier am Beispiel des iCom-Steckers. Wenn wir das einmal hier rausholen, dann seht ihr, haben wir hier einen solchen iCom-Stecker. Den kann man dann hier in das Funkgerät reinstecken. Und hier haben wir dann zwei Anschlüsse. Zunächst haben wir hier einen Anschluss für das Mikrofon. Das ist so ein Klinkeanschluss, ein kleiner Klinkeanschluss. Und dann gibt es einen großen Klinkeanschluss. Das ist der Anschluss für Push-to-Talk, wo man dann zum Beispiel so einen Fußtaster hier wie diesen reinstecken kann. Zeige ich euch gleich auch. Oder eben diesen kleinen Handclipser, womit man dann Push-to-Talk auslöst. Der Kopfhörer selber, der wird bei den Funkgeräten ja hier in den eigenen Klinkeanschluss in der Regel eingestöpselt. Ja, und genauso funktioniert das auch bei anderen Adaptern. Ich zeige euch parallel hier mal den von Esu. Da ist jetzt hier so ein, ich weiß nicht, wie man die nennt, TAE-Stecker oder so heißen die, glaube ich, so ein Stecker mit dabei, hier in Gelb, eben als Kennzeichen für Esu-Geräte. Und dann haben wir hier wieder einmal den kleinen Klinke für das Mikrofon und hier den großen Klinke für Push-to-Talk. Zu guter Letzt das Ganze hier auch für Kenwood. Hier haben wir so einen ähnlichen Anschluss wie bei iCom, allerdings nicht ganz so identisch. Anders belegt auf jeden Fall, denn hier kommt kein 5 Volt am Mikrofon an. Das ist dann hier in Rot, und auch hier wieder haben wir einmal den Anschluss für das Mikrofon und einmal für Push-to-Talk. Diese Kabel, die kosten natürlich ein bisschen Geld, sind aber zum Beispiel im direkten Vergleich mit RadioSport deutlich günstiger. Bei RadioSport ist es zum Beispiel so, dass überhaupt kein Kabel bei eurem Headset mit dabei liegt, sondern dass ihr euch die Kabel einzeln kaufen müsst für jedes Funkgerät. Und da kostet ein Kabel dann schnell mal 100 Euro. Das heißt, der Funkgerätewechsel, oder wenn ihr es an zwei Geräten nutzen möchtet, dann kostet euch das mal schnell 200 Euro nur für die Kabel. Und das ist hier deutlich günstiger mit diesen Adaptern gelöst. So, wie macht man das jetzt mit dem Push-to-Talk? Dafür gibt es von Heilsound solche Fußtaster wie den hier. Packe ich auch mal gerade aus. Das ist jetzt hier der kleinere. Es gibt, glaube ich, zwei Stück. Das ist der FS3 von Heilsound. Es gibt auch noch einen FS2.
FS2 oder FS22, bin mir nicht mehr ganz sicher, der eine Nummer größer ist. Nicht nur von der Form her, sondern auch von der Funktion. Der FS3 ist ein ganz einfacher Fußtaster. Der ist hier unten drunter komplett mit Gummi. Der sitzt also relativ fest irgendwo drauf. Und hier oben auch nochmal mit Gummi. Und hier tritt man dann einfach mit dem Fuß drauf, um Push-to-Talk auszulösen. Hier ist ein langes Kabel mit dabei und das Kabel geht dann eben hier in diesen Anschluss rein und so löst ihr Push-to-Talk aus mit dem Fuß und habt dann gleichzeitig die Hände frei. Der etwas größere Fußtaster, der ist so etwa hat diese Ausmaße etwa und der hat auch noch ein zusätzliches Kabel, das zum Verstärker gehen kann, wo dann leicht verzögert wird hier auf der normalen Push-to-Talk-Leitung, sodass erst der Verstärker aufgeht und dann das Funkgerät aufmacht, wenn man sowas braucht. Heutzutage haben ja viele Funkgeräte eine eigene Leitung zum Verstärker und tasten den dann sowieso schon vorher auf, bevor was auf Sendung rausgeht zum Verstärker. So, kommen wir abschließend noch zu einem Fazit. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin schon seit vielen, vielen Jahren Heil-Fan. Ich habe das ProSet Elite schon viele Jahre im Einsatz und das war, glaube ich, bei mir so die vierte oder fünfte Anschaffung, die ich gemacht habe, nachdem ich mir Funkgerät, Netzteil, Antenne und Antennentuner gekauft habe, war das die nächste Anschaffung und das habe ich nie bereut. Ich habe viele, viele Conteste mit dem ProSet Elite gefahren und das war echt eine tolle Sache, hat mir sehr, sehr viel gebracht, sehr viel geholfen. Wir haben zum Beispiel als Gegenbeispiel mal auf unserer Clubstation auch andere Sachen ausprobiert. Da ist man immer so ein bisschen mau mit dem Geld und da muss man auch schauen, da das von vielen genutzt wird, wie anspruchsvoll ist das dann? Wir haben zum Beispiel Computer-Headsets ausprobiert von Sennheiser. Die waren nach kurzer Zeit kaputt und der Sound war auch nicht wirklich überzeugend, sowohl was die das Abdämpfen angeht von Nebengeräuschen, als auch das, was das Mikrofon dann rausgegeben hat, was die Modulation anging. Dann haben wir Headsets gekauft für die Clubstation, die speziell für den Amateurfunk gemacht worden sind, aber relativ günstig waren. Ich glaube, so um die 80 Euro. Nagelt mich nicht fest. Ich meine, EZ Sound oder irgendwie sowas hieß das Ganze. Hat auch nur ein paar Monate gehalten. Dann fingen die Macken an. Hier und da funktionierten Sachen nicht mehr. Und am Ende waren die Dinger auch nur noch Schrott. Das ist bei Heil anders. Hier hat man wirklich eine Qualität, die über viele, viele Jahre hält. Wie gesagt, ich habe die Dinger seit Jahren im Einsatz und das ist echt eine super, super Sache. Und selbst wenn mal irgendwas ist, hat man hier ein reichhaltiges Zubehörprogramm. Man kann alles einzeln kaufen. Selbst die Lautsprecher in den Headsets lassen sich einzeln kaufen. Die Gelpads lassen sich einzeln kaufen. Die Stoffüberzüge lassen sich nachkaufen. Kabel lassen sich nachkaufen. Adapter lassen sich kaufen. Auch ein sehr schönes Konzept übrigens, was mir deutlich besser gefällt als zum Beispiel bei Arland Radio Sport, wo man eben das Kabel vom Kopfhörer bis zum Funkgerät kaufen muss, aber da kostet eben dieses Kabel mal eben satte 100 Euro. Hier bei Heil muss man nur den Adapter tauschen, der direkt am Funkgerät sitzt, was so um die 25, 30 Euro ist, also wesentlich günstiger. All das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Mir gefallen die wirklich sehr gut. Ich kann die euch nur empfehlen, wenn ihr SSB-Betrieb machen wollt, gerade wenn ihr solche Sachen wie DX-Stationen arbeiten, Contest-Betrieb, wenn ihr regelmäßig in SSB on Air seid. Aber auch beim Morsen ist das sicherlich eine tolle Sache, was zum Beispiel eben diese Phasenverschiebung angeht. Das macht schwache Signale nochmal deutlich hörbarer. Man ist praktisch wie im Raum plötzlich dreidimensional. Auch das eine super Sache, sehr, sehr hilfreich. Von daher kann ich euch diese Headsets nur empfehlen. Ganz klare Empfehlung von mir. Und ja, wenn ihr die kaufen wollt, dann verweise ich an dieser Stelle nochmal auf den Sponsor Vimo, die mir freundlicherweise hier das Pro 7 für diese Vorstellung zur Verfügung gestellt haben. Ihr findet hier unten drunter in der Beschreibung des Videos einmal auf Mehr Anzeigen klicken. Alle Links zu all diesen ganzen Sachen, die ich euch heute gezeigt habe, zu den beiden Headsets, den Fußschaltern, zu den Adaptern und all das findet ihr dort unten verlinkt.
Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und konnte euch so ein bisschen helfen, auch wenn es ein bisschen länger mal wieder war. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link zum Funkwerte-T-Shirt-Shop, wo ihr dieses und andere coole Amateurfunk-T-Shirts kaufen könnt und mit dessen Kauf ihr dann die Produktion solcher Videos und den Betrieb des Kanals so ein bisschen unterstützt. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne hier unten kommentieren. Schreibt mir auch eure Empfehlungen gerne rein und Erfahrungen vielleicht, die ihr gemacht habt mit den Headsets von Hail oder Radio Sport oder anderen. Und vergesst auch nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, falls euch das Video gefallen hat. Gerne könnt ihr auch das Video weiterempfehlen und den Kanal weiterempfehlen, damit wir hier gemeinsam weiter wachsen. Vor kurzem haben wir ja die 11.000 Abonnenten geknackt. Ich habe mich sehr gefreut, dass das so zügig ging. Und natürlich nicht vergessen, auch abonnieren, denn auch ihr wollt ja zu den erlauchten 11.000 Abonnenten gehören. Von mir zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.